Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle und heute möchte ich euch noch mal ein bisschen so die Fahrregler, Module, Kettenmischer und so weiter näher bringen, wie man sie anschließt, wofür das Ganze gut ist und so weiter. Ja? Und dafür habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier ein paar Sachen mit dabei. Das sind mal die Regler, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich habe noch einen UBEC-Regler mit dabei, den wir heute brauchen, einen Kettenmischer und ein Endlagen-Add-on. Die Sachen brauchen wir nachher noch. Und für die nächsten Folgen schon mal ein kleiner Ausblick. Ich habe hier noch einen Truck-Regler, ein Truck-Profi-2-Modul und ein Bremslicht-Modul. Auch hier möchte ich euch natürlich mal einen Vergleich von den Reglern zeigen und auch, wie man das Ganze dann anschließt, wofür welches Modul und so weiter gut ist. So, fangen wir an. Das sind die Regler, AS12 6RW Easy. Ich bestelle die immer ohne Kabel. Ich blende euch mal hier oben irgendwo ein, wie ich das Ganze löte. Das läuft so nebenzu jetzt, das geht ratzefatze. Aber ich habe auch noch ein längeres Video gemacht, das verlinke ich euch auch hier oben oder unten, wo ich nochmal erkläre genau, wie die zu löten sind. So schauen die hier aus. Und wie gesagt, ich bestelle die immer in so einem 6er Päckchen ungelötet, weil ich löte dann einfach die Kabel so hin, wie ich sie brauche. Die gibt es aber auch mit Kabel. Das heißt, wer sagt, ich habe nur so einen dicken Lötkolben und komm, das so filigran löten ist nicht, oder ich habe da einfach keine Lust zum Löten oder habe Angst, dass ich da was kaputt mache, dann bestellt einfach die mit Kabel, überhaupt kein Thema. Ja? So, mit dabei ist einmal die Bedienungsanleitung mit den Leistungsmerkmalen und natürlich, wie man alles anschließt und so weiter. Ja? Die sind selbstlernend, die finden selber ihren Nullpunkt, zeige ich euch nachher. Ja, wie gesagt, ich habe schon mal 3 Stück gelötet. 1, 2, 3. So, das ist der aus dem Lötvideo. Und das sind die anderen hier. Die anderen 2, die habe ich jetzt bloß mit Isoliertape schnell umwickelt. Die brauchen wir jetzt als erstes. Das hier können wir wegpacken. Genau. Was macht so ein Fahrregler? Der Fahrregler übersetzt im Endeffekt im Großen und Ganzen einfach nur das Signal von der Fernbedienung für die Motoren. Das heißt, will ich Gas geben, dann sagt der Fahrregler, ach okay, so viel Gas muss ich geben, so viel Strom bekommen die Motoren, damit der Motor so und so schnell dreht. Damit wir das Ganze mal testen können und jetzt nicht nur irgendwas einbauen, habe ich hier einmal so ein altes Panzermodell, das habe ich irgendwo mal auf dem Flohmarkt bekommen. Da habe ich die ganze Elektrik rausgeschmissen. Das Einzige, was ich gelassen habe, ist hier unten das Batteriefach und der An-Ausschalter. Batteriefach mit einem anderen Stecker natürlich. Und genau. Jetzt haben wir hier 2 Motoren, links und rechts, und die wollen wir ansteuern. Das ist jetzt mal so der Aufbau. Ihr könnt natürlich mit diesen Fahrreglern jeden Motor ansteuern, der im Endeffekt nicht brushless ist. Also die brushless Motoren, das sind die mit den 3 Kabeln. Das hier ist für die ganz normalen Motoren, das heißt Plus und Minus, und wenn ich es umpole, dreht er sich in die andere Richtung. Das gleiche funktioniert natürlich auch für die RB25 Motoren, die ich jetzt zum Beispiel in meinen Bausätzen ja immer verwende, oder RB35 Motoren, oder auch hier, ich habe so eine Seilwinde hier jetzt mal, hat auch so einen Stecker dran, ist aber im Endeffekt auch einfach nur ein Motor mit Plus und Minus. Auch hier könnte ich diesen Fahrregler verwenden, um die Seilwinde zu steuern. Überhaupt kein Problem. Ja, das heißt, für jede Funktion, wo ihr so einen normalen Motor habt, könnt ihr den Fahrregler verwenden. Sind sehr klein, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Baggermodell habe mit elektronischen Zylindern, dann brauche ich halt je Zylinder einen Regler. Ja, das heißt, für jeder Motor kriegt einen, jede Funktion kriegt einen, denn ich kann natürlich an einen Regler auch mehrere Motoren anschließen, die die gleiche Funktion erfüllen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen LKW habe mit 4 hinteren Motoren, die kann ich alle da drauf klemmen. Ja, der Regler hält aus 6 Ampere im Dauerstrom, 10 Ampere in der Spitze, falls mal höhere Blockierströme kommen. Da müsst ihr halt ein bisschen gucken, dass die Motoren jetzt nicht so viel Ampere verbrauchen, dass da irgendwas passieren könnte. Mein größtes Modell ist der Volvo, der hat 10 Motoren auf einen Regler. Ich gehe nicht davon aus, dass ich die alle blockiere, und im normalen Fahrbetrieb reicht das völlig aus von der Stromstärke her, also mit diesen hier. Da habe ich 10 von den RB25 Motoren. So, genug gequatscht. Jetzt wollen wir das Ganze anschließen. Das heißt, ich habe jetzt hier die Verkabelung schon ein bisschen vorbereitet. Ich zeige euch das jetzt einmal kurz zur Erklärung. Hier unten kommt die Batterie rein. Der Pluspol wird hier auf diesen An-Ausschalter geschleift. Genau, dass wir es an- und aus machen können. Und dann habe ich jetzt hier auf den Klemmen im Endeffekt den Akkustrom liegen
Plus und Minus. Ja, und da können wir das Ganze anschließen. Wie gesagt, ich habe einen Motor rechts und einen links. Bedeutet schon mal, der hier ist Plus auf Plus, Minus auf Minus gelötet. Beim anderen Motor, damit der technisch gesehen in die gleiche Richtung läuft, das heißt, wenn ihr jetzt auch zwei 25er Motoren hier drin hättet und ihr wollt, dass beide in die gleiche Richtung fahren, wenn ich Gas gebe, dann muss einer vertauscht sein. Das ist auch bei meinen Pendelachsen so. Das eine Seite ist genau umgepolt, damit die überhaupt mit einem Akku, beziehungsweise mit einem Fahrregler, mit einem Fahrregler fahren. Das heißt, weil der gibt ja das Signal an die einen und sagt, hier ist Plus, fahr mal vorwärts, dann muss ich das auf der anderen Seite drehen, weil sonst würden die ja gegenläufig laufen. Ja, das wäre natürlich Quatsch, das wollen wir nicht. So, wie schließen wir den an? Die Fahrregler haben immer drei Anschlüsse in dem Fall. Das heißt, wir haben hier einmal einen Anschluss für den Motor. Bei dem hier habe ich einen Stecker hingemacht. Hier sind nur zwei Kabel dran. Ihr könnt natürlich auch direkt auf den Motor drauf löten. Zur Einfachheit halber habe ich jetzt mal einen Stecker hingemacht. Dann haben wir einmal den Servoanschluss. Das heißt, hier wird das Signal übertragen für den Fahrregler vom Empfänger. Was mache ich denn hier mit der Fernbedienung? Das heißt, was ich hier steuere, bekommt der Empfänger, und der Empfänger sagt jetzt hier dem Fahrregler, was er an Strom an die Motoren abgeben soll. Und damit jetzt nicht der ganze Strom über den Empfänger geschleift wird, ist der Fahrregler hier mit eigenem Strom ausgestattet. Das heißt, hier schließen wir den Fahrregler ganz regulär am Akku an. Der kann bis zu 3S Akkus, der Regler hier, der kleine, 2 oder 3S sind hier optimal, und die schließen wir damit an. Ja, und wie gesagt, wir haben hier einen Kettenantrieb, das heißt, ich kann jetzt nicht einen Regler für beide Ketten benutzen, denn dann würden beide nur vor- und zurückfahren und lenken wäre dann nicht mehr, sondern ich brauche einen für links und einen für rechts. Jede Funktion bekommt einen Regler. Ja, und dann machen wir gleich das erste, das heißt, wir nehmen hier die Pluskabel und schließen schon mal das hier an, den Strom an. Ich mache es mir mal einfach, ich mache hier mal so Klemmen, ihr könnt natürlich auch irgendwas anderes nehmen oder das zusammenlöten. Hier fahre ich somit ganz gut. Man muss immer schauen, dass das auch hält. Das sind die kleinsten Valvo-Klemmen, die ich gefunden habe. Da geht das auch mit dem Kabelquerschnitt noch ganz gut. Ja, das heißt, es ist jetzt nicht zu klein, dass alles zu klein, dass nichts mehr reingeht, aber auch nicht zu groß, dass die Kabel immer und wieder rausfallen. So, also Strom hat er. Dann brauchen wir einmal Motor links und einmal Motor rechts. Ein Motor links, ein Motor rechts und den hier. So, und jetzt da kriegen die Fahrregler noch ihren Anschluss. So, schauen wir mal. Das müsste der hier sein. Das Weiße ist übrigens immer Signal, und bei den Fahrreglern ist es bei dem Empfänger ist es oben. Das ist aber immer ein bisschen unterschiedlich. Also. Soweit sind wir schon gerichtet, was die Fahrregler angeht. Und jetzt ist es so, dass diese Easy-Fahrregler, die kleinen, haben keine Stromversorgung für den Empfänger. Denn der Empfänger will ja natürlich auch irgendwie mit Strom versorgt werden. Und wir haben die Truck-Regler, die großen, die haben zum Beispiel automatisch ein BEC-Modul verbaut und versorgen den Empfänger einfach parallel mit. In diesem Fall ist es so, brauche ich hier gleich das zweite Teil, das ist das UBEC-Modul 5 bzw. 6 Volt mit 3 Ampere. Das reicht soweit völlig aus. Wenn ihr sagt, ich habe ein Modell fahren und lenken zum Beispiel mit einem Lenkservo, dann reichen die 3 Ampere aus. Bei zwei Lenkservos reicht es prinzipiell auch aus. Muss man aber immer gucken, was man natürlich für Servos verbaut. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich habe relativ große, starke Servos drin, die in der Spitze dann über die 3 Ampere kommen, würde ich tatsächlich zwei einbauen, weil einfach sonst der Empfänger unterversorgt wird und das führt immer zu Problemen. Ja, das ist einfach so. Der hier kommt hier einfach rein, das heißt, ich stecke einmal hier diese Seite an den Fahrakku an. Das ist also popel einfach. Ich nehme immer die Seite übrigens hier zum Anschließen, da wo das Akkukabel auch reinkommt, dass der immer safe mit Strom sauber versorgt ist. So, und so, ihr könnt die natürlich auch alle komplett zusammendrehen, gell? In einen riesen Klotzen, aber das ist ja auch nicht schön. Also,
Der UBEC-Regler hat auch Strom. Der bekommt, den kann ich hier speisen mit 2 bis 6 S-Lipos, heißt 6 bis 25 Volt. Und wie gesagt, gibt 3 bis in der Spitze auch mal 5 Ampere an den Empfänger ab. Und ich stelle die immer um auf 6 Volt, einfach weil die Servos, wenn ich Lenkservos mit drin habe, dann einfach sauberer laufen und ein bisschen mehr Power haben. Sie brauchen zwar auch mehr Strom, aber das ist so marginal. Ich meine, ihr lenkt ja nicht die ganze Zeit Hauptstrom, nehmen nach wie vor die Fahrregler natürlich irgendwo ab. Ja. So, also, der Empfänger ist auch mit Strom versorgt. Was ich nie mache in diesem Zug übrigens, eine Empfängerbatterie einbauen. Also früher klingt komisch oder macht man vielleicht immer noch in manchen Bereichen, ich weiß es tatsächlich nicht, ich kenne es nicht mehr, gab es extra Empfängerakkus mit 5 bzw. 6 Volt, die man hier angeschlossen hat. Das heißt, ich hatte einen zweiten Akku im Modell. Habe ich so tatsächlich nicht mehr gesehen, weil dieses Modul hier einfach über den Fahrakku das Ganze ersetzt. Ja? Das ist so klein, so kleine Akkus, was will ich damit? Ja? So, und ich habe ja eh den Akku drin, das heißt, ich müsste ja sonst auch immer zwei Akkus kontrollieren. Genau, wir gehen es nochmal durch. Hier unten kommt der Strom von der Batterie. Dann habe ich hier den Verteiler. Einmal gehen hier in dem Fall jetzt, 7,4 Volt. Ich unten anstecke, 7,4 Volt werden umgewandelt in 6 Volt für meinen Empfänger. Die 7,4 Volt gehen jeweils in den Fahrregler rein und der bekommt sein Signal dann über die Empfänger und gibt dann an die Motoren weiter, was sie zu tun haben. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt geht's los. Jetzt testen wir das gleich einmal. Wir bauen mal den Akku ein. So. Alles ist drin. Wichtig, erst Fernbedienung einmachen, denn die Regler haben eine Nullpunkterkennung. Heißt, wenn ich das Modell jetzt anschalte, schaut der Regler nach, wo ist die Position meines Joysticks. Die ist jetzt auf Null, das heißt, ich sollte jetzt auch nicht irgendwie mit der Hand oder weil ich das Ding gerade komisch in der Hand habe, hier irgendwie was betätigen, wenn ich das Modell anmache. Denn der lernt den Nullpunkt ein. Wenn ich jetzt hier nach unten drücke und ich schalte das Modell an, dann sagt er, hier ist Null. Und wenn ich loslasse, sagt er, ach, jetzt fahren wir vorwärts. Ist natürlich Quatsch, will kein Mensch. Deswegen Fernbedienung anmachen, zur Seite legen, Modell einschalten. Und jetzt, da ist es so, der erste Piepser ist die Fernbedienung, die den Empfänger findet. Und das zweite Piepsen, ich hebe das mal kurz zu euch dann hoch, sind die Regler. Und die machen dit, dit, dit. Und dann ist alles wunderbar, dann wisst ihr, Nullpunkt erkannt. Ich hoffe, man hat es gehört. Das war's. Die Regler leuchten jetzt blau. Die leuchten übrigens dauerhaft blau, wenn sie in Betrieb sind. Ich hoffe, man sieht es irgendwie auf der Kamera. Hier drin. So. Also die leuchten dauerhaft blau. Und in dem Moment, wo ich eine Funktion drücke, geht dieses blaue Licht aus. Ja? Da auch immer wieder eine Frage, die ich bekomme. So ist das Ganze. So, ich habe das Ganze jetzt auf die Ding hier gelegt. Jetzt schauen wir mal nach, ob das alles richtig schon eingestellt ist. Das hier ist die linke Kette vorwärts und rückwärts. Das hier ist die rechte Kette und die läuft noch falsch rum. Die muss ich noch einmal schnell umschalten. Hier in dem Programm habe ich Reverse, aber ich glaube, das haben so ziemlich alle Fernbedienungen inzwischen. Das heißt, ich kann mein Ding einfach umdrehen, meine Fahrrichtung. Wenn das jetzt falsch rum wäre und ich kann es nicht umprogrammieren, dann kann ich hier natürlich Plus und Minus einmal tauschen. Geht, ja? Ist überhaupt kein Problem. So, also schauen wir. Jetzt da. Jetzt habe ich eine klassische Panzersteuerung. Das heißt, beide vor, beide zurück. Oh, so. So. Und jetzt seht ihr auch schon die Besonderheit hier von den Reglern zu irgendwelchen Billigreglern für 1-2 Euro. Das heißt, der hier hat unwahrscheinlich viele Abtastpunkte, wo sich mein Joystick befindet. Das heißt, wenn ich hier nur ganz sanft drauf gehe, kann ich den auch dementsprechend ganz sanft fahren. So. Ja. Je weniger Punkte ich habe, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Treppe, dann macht er natürlich immer so Sprünge. Das heißt, ich kann gar nicht so filigran fahren. Und bei denen ist es schon sehr filigran, aber am extremsten ist es wirklich bei dem großen Truck-Regler, den könnt ihr fahren,
wie Butter. Das ist so weich, so irre. Ja, das ist der Wahnsinn. So, also, wir haben die Regler drin und wir haben das UBEC-Modul verbaut. Das ist soweit alles drin. Das heißt, das ist schon mal der Grundstock. Ihr könnt ein Modell komplett fahrfertig aufbauen. Ist also gar kein Hexenwerk. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe ja jetzt keinen Kettenpanzer, sondern nur einen LKW oder irgendetwas anderes, ich will nur fahren und lenken, überhaupt kein Thema. Dann habt ihr einen Regler fürs Fahren und Lenken wird in der Regel über einen Servo gemacht. Dann kommt hier der Servo hin, Stromversorgung dran und das Thema läuft. Die Elektronik ist tatsächlich überhaupt kein Hexenwerk, was das angeht. Und wie gesagt, die Regler gibt es mit fertiger Verkabelung. Da braucht ihr auf dem Regler selber nichts mehr umlöten. Ist also überhaupt kein Problem. Ein Problem, was wir jetzt hier haben, ist, wir haben jetzt eine klassische Kettensteuerung. So, ihr seht schon, gerade ausfahren ist für mich hier schon ein bisschen problematisch. Ja, mit viel Konzentration. Aber die Ketten laufen auch ein bisschen unterschiedlich an. Ja, die eine Kette hat ein bisschen mehr Widerstand, der andere Motor ist ein bisschen schwächer. Da ist der Ankerpunkt im Motor vielleicht ein bisschen anders. Und schon laufen die Ketten nicht synchron an und er dreht sich am Anfang. Also die rechte Kette ist ein bisschen träger hier bei dem Modell. Und dadurch hat das Modell immer ein bisschen einen Rechtsdrall erstmal. Und wenn ich jetzt irgendwo drauf fahren will oder filigran auf irgendeinen Anhänger oder sowas drauf fahren will, ist es natürlich problematisch. Ja? Daher kommen wir dann zum nächsten Punkt.